Wie kann ich die GIS-Gebühr abmelden? Die GIS-Gebühr abzumelden ist grundsätzlich ganz einfach. Folge einfach dieser kurzen Anleitung. Erstens, Abmeldeformular ausfüllen. Dieses ist online auf der GIS-Seite verfügbar. Zweitens, schicke das Formular per Post oder online per Mail an die GIS. Kundenservice@gis.at. Drittens, alles erledigt. Die Abmeldung folgt ohne vorherige Kontrolle eines GIS-Mitarbeiters. Du kannst auch unser KGIS-Zertifikat mitschicken, gilt nur in Kombination mit der Rechnung des TVs. Beziehungsweise du solltest dieses immer parat haben, wenn es zu einer Kontrolle kommt. Das KGIS-Zertifikat bekommst du zu jedem KGIS-Fernseher elektronisch dazu und es bestätigt, dass dein Fernseher keinen Tuner oder Antennenanschluss hat und somit nicht GIS-pflichtig ist. Solltest du noch ein analoges Radio zu Hause betreiben, so musst du trotzdem die Radio-GIS-Gebühr bezahlen, welche aber deutlich niedriger ist als die GIS-Gebühr für Fernseher. Um die GIS komplett abzumelden, musst du das analoge Radio aus deinem Haushalt entfernen oder auf ein Internetradio umsteigen. Mit unserem KGIS-TV kannst du natürlich auch über das Internetradio hören oder Podcasts auf Spotify abrufen. Mehr Informationen zu den GIS-Gebühren findest du in unserem aktuellen Blogartikel. Achtung! Falsche Angaben bei der GIS können mit Strafen bis zu 2.180 Euro bestraft werden. Brief von der GIS bekommen. Was ist zu tun? Heute ist im Bekanntenkreis wieder einmal ein Brief von der GIS angekommen. Auch wenn man seinen Haushalt bereits rechtmäßig und wahrheitskonform von der GIS abgemeldet hat, kann es sein, dass man so einen Brief von der GIS bekommt. Solche Briefe werden meist nach einem nicht erfolgreichen Kontrollbesuch von einem GIS-Mitarbeiter hinterlassen. Die GIS beschreibt ihren Auftrag dabei auch wie folgt. Der Auftrag der GIS lautet, Aufkommensgerechtigkeit herzustellen. Deshalb wendet sich die GIS direkt an alle Haushalte, in denen keine Rundfunkempfangseinrichtungen gemeldet sind. Woher weiß die GIS, ob ein Fernseher oder Radio nicht gemeldet ist? Grundsätzlich nimmt die GIS laut eigenen Angaben die Basis ihrer Daten aus dem Melderegister und führt damit einen Abgleich mit dem eigenen GIS-Teilnehmerregister durch. Zum Stand von Dezember 2018 gab es laut der GIS eine Schwarzseherquote von rund 4% in Österreich. Alle nicht gemeldeten Haushalte werden entsprechend kontaktiert, entweder durch Briefsendungen oder durch GIS-Kundendienstmitarbeiter. Bei dieser Kontaktaufnahme muss grundsätzlich die Meldepflicht gegenüber dem Rundfunkgebührengesetz erfüllt werden. Das heißt, man meldet, ob man ein Radio oder einen konventionellen Fernseher hat oder eben nicht. Damit ist die Meldepflicht gegenüber dem Rundfunkgebührengesetz erfüllt. Was muss ich tun, wenn ich einen Brief von der GIS bekomme? Im Normalfall bekommen einen GIS-Brief nur Haushalte, welche nicht bei der GIS angemeldet sind, sprich entweder gar keine GIS bezahlen oder nur die kleine Radio-GIS bezahlen. Daher tendieren viele dazu, den Brief direkt zu entsorgen, da sie ja zu Recht von der GIS abgemeldet sind. Es besteht jedoch eine Auskunftspflicht gegenüber der GIS. Wie kann ich meine Auskunftspflicht gegenüber der GIS am einfachsten erfüllen? Alternative 1. Direkt den zuständigen GIS-Mitarbeiter zurückrufen und informieren, dass ihr kein Rundfunkempfangsgerät besitzt, da ihr eventuell schon glückliche Besitzer eines KGIS-TVs seid. Alternative 2. E-Mail an die GIS mit der Information, dass ihr kein Rundfunkempfangsgerät besitzt, mit Angabe der Adresse zur Zuordnung. Alternative 3. Den beiliegenden Rücksendebrief an die GIS senden mit der Information, dass ihr kein Rundfunkempfangsgerät besitzt, mit der Angabe der Adresse zur Zuordnung. Sicherste Variante. Was kann passieren, wenn ich GIS-Mitarbeiter nicht hereinlasse und alle GIS-Briefe ignoriere? Da eine Auskunftspflicht gegenüber der GIS besteht, resultiert dies in einer Verwaltungsübertretung, welche mit bis zu 2.180 Euro geahndet werden kann. Die GIS kann den Fall an die Bezirksverwaltungsbehörde weitergeben. Die Behörde kann dann selbst Nachschau halten sowie auch ein Verwaltungsverfahren einleiten, das zu einer Verwaltungsstrafe von bis zu 2.180 Euro führen kann. Die GIS ist bekannt dafür, dies auch zu tun und diese Forderungen sogar über Inkassobüros einzutreiben. Daher gilt es zu beachten, unbedingt der Auskunftspflicht gegenüber der GIS nachzukommen. Was darf ein GIS-Mitarbeiter und was nicht? Alle Rechte und Pflichten. Darf der GIS-Mitarbeiter einen Ausweis verlangen? Erstens solltet ihr den Mitarbeiter höflich bitten, sich auszuweisen. GIS-Mitarbeiter können, müssen sich immer mit einem Dienstausweis legitimieren. Der GIS-Mitarbeiter darf auch Nachweise vom Mieter oder Eigentümer verlangen, falls die Identität nicht ganz klar ist. In diesem Falle einfach ruhig bleiben und den Ausweis herzeigen.
Natürlich könnt ihr im Gegenzug auch gleich den Ausweis des GIS-Mitarbeiters verlangen, falls sich dieser noch nicht bei euch ausgewiesen hat. Keinesfalls sollte man aber auf die Frage nach dem Ausweis nichts antworten bzw. Antwort verweigern. Er darf sich den Ausweis ansehen und sich vergewissern, dass er mit dem Bewohner spricht, aber diesen nicht mitnehmen oder sonstiges. Darf ich einfach nicht aufmachen oder die Türe einfach zumachen und nicht mit dem GIS-Mitarbeiter reden? Das wäre ganz schlecht. Gesetzlich ist man zur Auskunft verpflichtet. Diese Auskunftspflicht stützt sich auf folgendes Gesetz. § 2 Absatz 5. Liegt für eine Wohnung oder sonstige Räumlichkeit keine Meldung vor, so haben jene, die dort ihren Wohnsitz haben oder die Räumlichkeit zu anderen als Wohnzwecken nutzen, mit der Einbringung der gebührenbeauftragten Rechtsträger auf dessen Anfrage mitzuteilen, ob sie Rundfunkempfangseinrichtungen an diesem Standort betreiben und zutreffendenfalls alle für die Gebührenbemessung nötigen Angaben zu machen. Das heißt, ihr müsst Auskunft geben, aber ihr müsst keinesfalls den Mitarbeiter in euer Haus oder Wohnung lassen. Selbst wenn euch gedroht wird oder eventuell sogar ein Fuß in die Türe gestellt wird, müsst ihr keinesfalls dem GIS-Mitarbeiter eure Räumlichkeiten zeigen. Solltet ihr dem Mitarbeiter aber die Auskunft verweigern, kann er allerdings eine Information an der Tür hinterlassen und bei Auskunftsverweigerung eine Sachverhaltsdarstellung verfassen, die an die Bezirksverwaltungsbehörde weitergeleitet werden kann. Die Verweigerung der Auskunft darüber, ob man Rundfunkgeräte betreibt, ist eine Verwaltungsübertretung und kann mit einer Geldstrafe bis zu 2.180 Euro geahndet werden. Deswegen lieber Auskunft geben und somit auf der sicheren Seite sein. Am besten einfach mitteilen, wenn kein Rundfunkempfangsgerät an diesem Standort betrieben wird, insofern ihr auch wirklich keine Rundfunkgeräte besitzt bzw. einen KGIS-TV betreibt. Darf ein GIS-Mitarbeiter die Wohnung betreten und nach Rundfunkempfangsgeräten suchen? Nein, ohne eure Erlaubnis nicht. Ihr müsst nur Auskunft geben. Der GIS-Mitarbeiter darf aber ohne eure Zustimmung die Wohnung nicht betreten. Er kann aber bei begründetem Verdacht auf eine Falschaussage mit einem Beschluss zur Betretung der Wohnung wiederkommen. Also auf jeden Fall richtige Auskunft geben. Eine Betretung ohne eure Erlaubnis ist jedoch nicht möglich. Dürfen GIS-Mitarbeiter in irgendeinem Fall die Polizei hinzuziehen? Wenn ein Kundenberater tätlich bedroht wird, darf er das, wie jede andere Person, die bedroht wird. Wenn ihr die Auskunft verweigert, dann natürlich nicht. Jedenfalls kann er dies dokumentieren, weiterleiten und ihr könnt mit einer Anzeige rechnen. Bis wann darf der GIS-Mitarbeiter vorbeikommen? Die GIS kontrolliert zwischen 8 Uhr und 21 Uhr unter der Woche, am Samstag zwischen 9 Uhr und 17 Uhr. Am Sonntag oder an Feiertagen dürfen keine Besuche durchgeführt werden. Was kann passieren, wenn man postalische Zusendungen der GIS ignoriert? Es muss natürlich niemand vorbeikommen. Manchmal erhält man nur einen Brief von der GIS. Dieser sollte wahrheitsgemäß beantwortet werden. Es kann vorkommen, dass Sie von der GIS auch dann ein Schreiben erhalten, wenn Sie Ihre Rundfunkempfangseinrichtungen ordnungsgemäß gemeldet haben. In diesem Fall kann es zum Beispiel Unklarheiten bei Namens- oder Adressänderungen geben. Es kann mit einer eventuellen Gebührenbefreiung zusammenhängen oder einfach nur ein Fehler im Datenabgleich sein. Man sollte die Briefe dennoch niemals ignorieren, das Nichtbezahlen einer Gebührenvorschreibung kann zur Mahnung bis hin zu einem Inkassoverfahren führen. Wann muss ich diese 2.180 Euro zahlen? Solltet ihr die Auskunft verweigern, dann kann es im schlimmsten Fall zu einer Strafe in Höhe von 2.180 Euro kommen. Das ist im Rundfunkgebührengesetz, § 7 Absatz 1 festgehalten. Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 2.180 Euro zu bestrafen, wer die Meldung nicht oder unrichtig abgibt, eine unrichtige Mitteilung abgibt oder eine Mitteilung trotz Mahnung verweigert. Also auch eine Falschauskunft kann zu einer Strafe führen. Daher immer wahrheitsgemäß antworten. Was ist die Streaming-Lücke? Muss ich für Streaming GIS zahlen? Durch eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs vom 30. Juni 2015 wurde es möglich, keine GIS für sogenanntes Streaming zu bezahlen. Dies erfordert jedoch, dass über Geräte ohne Rundfunktechnologie gestreamt wird. Das heißt, Streaming, zum Beispiel Netflix, YouTube, TV-Theken, ist nur gebührenfrei, wenn über einen Computer oder einen Fernseher ohne Rundfunkempfangseinrichtung, Tuner, gestreamt wird. Ein Computer, über welchen mittels Rundfunktechnologie Rundfunkprogramme empfangen werden können, zum Beispiel mit einer TV- oder Radiokarte bzw. einem DVB-T-Modul, ist somit als Rundfunkempfangsgerät zu beurteilen. Ein Computer, welcher nur einen Internetanschluss besitzt
bzw. ein Fernseher ohne Tuner, wie zum Beispiel ein Kagi Smart TV, ist hingegen kein Rundfunkempfangsgerät. Daher ist für solche Geräte auch keine GIS-Gebühr zu bezahlen. Seit kurzem wird auf der GIS-Website erwähnt, dass Gerätekonstellationen unter Verwendung einer Kabel-TV-Anbindung, Terrestrik- bzw. Satellitenreceiver oder technischer Schnittstellen, HDMI, SCART, USB, Bluetooth, melde- und gebührenpflichtig sind. Diese Information bezieht sich jedoch auf die Gerätekonstellation. Das heißt, wenn ein TV ohne Tuner, mit Kabel oder externem Tuner verwendet wird, so wird dieses Gerät in der Konstellation wieder gebührenpflichtig. Verwendet man das Gerät jedoch alleine und betreibt reines Internetstreaming, so entsteht keine Gebührenpflicht.